Die Neuigkeiten heute. Habt schon gehört, dass hier auf Paradise ein tolles Museum eröffnet hat. Yeah! Ja, haben wir das letzte Mal ja hingekriegt, ne? Das war alles. Ich wünsche einen fantastischen Tag auf Paradise. Jawohl, einen fantastischen Tag. Los geht's! Hey, das erste Mal, dass ich hier aus dem Haus komme und ich habe keinen Baum vor mir. Oh, schau an, die Blumen, die ich hier auch noch gepflanzt habe, die habt ihr eigentlich nicht gesehen, glaube ich, meines Wissens. Die habe ich da einfach auch noch eingepflanzt. Na, cool, ne? So haben wir wieder Post. Akademie. Oh, jetzt aber. Ein Geschenk von der Akademie fürs neue Heim. Ein Einweihungsgeschenk. Und Holznachttisch. Okay, richtig nice. Mal schauen, wie meine Wohnung hier aussieht. Kommt rein, kleine Roomtour. So, willkommen bei meinem neuen Zuhause hier bei Dreamo. Ja. Ja, ich habe jetzt eigentlich noch nicht so viel hier. Ich bin erst hier eingezogen, also ich glaube, so mit der Roomtour, das machen wir dann das nächste Mal hier, ne? So, okay. Ja, also das ist ja eigentlich so ein bisschen so die Größe, die man davor hatte von einem Zelt, ne? So, okay. Ich glaube, das reicht mal fürs Erste. Ich hätte eigentlich heute voll Bock auf einen neuen Look. So. Noch besser. Ja, ich bin gerade aufgestanden. Ist nice, ne? Licht. Wow, drei unterschiedliche Lichtstufen. Das macht voll Fun mit dem Licht. Oho, eine Nasenschrecke. Okay, wieso hat die eine lange Nase da oben? Sieht so aus, oder? Haben wir eine Pinocchio-Schrecke gefangen? Dreamo, moin du. Bist du zufrieden mit deinem Zuhause? Entspricht alles deinen Erwartungen? Dann gäbe es noch eines. Nämlich der neue Kredit. Das macht dann 98.000 Sterne. Bitte, wieso 98.000 Sterne? Ist er nicht 99,99? Kann ich mit Meilen zahlen? Oh, tut mir leid, das gilt. Galt nur für die Grundgebühren des Reife-Insel-Pakets. Okay. Aber ich habe noch eine Überraschung. Yay. Ich hoffe, du bist bereit. Ein erstklassiges Mile-Item für dich. Ein Meilenticket. Taschen richtig nutzen. Die Details noch. Informationen zur Platzoptimierung in der Tasche, die ihnen helfen, mehr Items zu tragen. Das brauche ich. 5000 Meilen. Guck mal, ein Plus. Dein Rang hat sich erhöht und du kannst nun Dienste von Nuxmine Plus in Anspruch nehmen. Ja, mit Nuxmine Plus kannst du nun noch leichter Meilen verdienen. Also das habe ich in der letzten Folge übrigens freigeschaltet. Wer sich fragt, wie man Nuxmine Plus freischaltet, man muss einfach das Haus da mit den Meilentickets da bezahlen und dann schaltet man Meilen Plus da frei. Cool, stoße Felsen an, entspanne dich bei der Gruppen. Okay, das sind ja sowieso Daily-Aufgaben, also so Tagesaufgaben. Also ich wollte noch mit dir über das sprechen, also falls du mal Zeit hast und so. Was läuft mit dem? Nur so ein kleiner Vorschlag von mir. Nicht schlimm, wenn es jetzt nicht zu gelegen kommt, wann du magst. Ja, okay, in Ordnung. Vorzüglich, ich mach's auch ganz, ganz kurz, okay. Ja. Ich wollte mal fragen, hättest du Lust, an einem tollen Bauprojekt mitzumachen? Einem Laden? Einem Laden. Oh, ich weiß, es ist ziemlich viel auf einmal, aber folgende Sachen brauchen wir zu unserem Glück. Holz, Hartholz und Weichholz jeweils. Naja, 30 Stück pro Sorte. Und dazu 30 Stücke Eisenherz. Oh mein Gott. Es ist auch egal, wo die Sachen kommen. Sie können von hier sein oder von einer anderen Insel. Von einer anderen Insel? Ah, darum haben wir die Meilentickets bekommen. Sobald du von einem Material die volle Garnitur hast, dann komm hier vorbei und sag mir Bescheid. Dreamo, wenn das mal keine Freude ist. Das Museum von Paradise hat nunmehr mit offenen Pforten aller kultbegeisterten Geister. Ein Werk, das er seinesgleichen sucht. Ich könnte vor Rührung schlicht heulen. Einen Sternibaum machen, was ist los? Was geht? Ich habe mir zwischen lassen, dass du Zeug für einen Laden organisierst. Ja, das bin ich. Kannst du das hier sicher gut gebrauchen? Was ist da drin? Die Anleitung für diese Schaufel stammt übrigens aus Alltagswerkzeugen A bis Z. Was für eine Alltagswerkzeuge? Ah, eine neue Schaufel hat sie mir gegeben. Das ist praktisch.
Das kann ich ja nachher gut gebrauchen. Flaschenpost hier, das gibt's doch nicht. Kommt da jeder Tag deine Flaschenpost oder was? Als ich das Meer zum ersten Mal sah, war ich überwältigt. Doch dann fiel mir diese Anleitung ein. Geteilte Freude ist doppelte Freude. Also hier, bitteschön. Zeit für die Bastellegende zu werten. Die Anleitung. Anleitungsguru Kai. Okay. Was schickt mir hier der Kai? Diese Bastelanleitung kenne ich bereits. Ja, Baumstammfallset. Toll. Die können wir ja gut gebrauchen, ne? So. Er hat mir ein Meilenticket gegeben. Also, wie wär's mal, wenn man eine Meile mal wegreist? Hallo, hallo. Der erste Flug. Moin, was geht ab? Hey, hey, willkommen am Tor zu den Lüften und dem Flughafen von Paradise. So, freut, ich bin Bodo, das Bodenpersonal für Dodo Airlines. Dodo Code! Du möchtest ein Meilenticket verwenden? Roger! Coach, alles klar. Nimm ich das Ticket, das Tom Nook für dich ausgestellt hat, mal an mich. Es ist alles bereit zum Abheben, aber nur, um sicher zu gehen, bist du bereit? Werkzeug am Start? Ja. Roger, kaum zu glauben, aber Flugmarmorkuchen ist sicher auf der Ziellinie gelandet. Spektakulär. Okay, haben wir sogar eine Werkbank. Blumen haben wir hier. Wo sind wir hier gelandet? Was für eine schöne Insel ist das denn hier? Oh, wer ist das da oben? Eine Maus? Ja. Okay. Ja. Das einzige Problem ist, ich habe hier noch keine Leiter, um hier nach oben zu kommen. Das ist jetzt ein Fail gewesen, dass ich erst eine Leiter brauche. Mist. Ich brauche eine Leiter, um hier nach oben zu kommen. Das kann ich gut gebrauchen. Kokosnüsse, Kokosnüsse, meine ersten Kokosnüsse hier für Paradise, richtig nice. Komm, 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 komm. Hey, ich bin Renate. Hallo, wie cool, dich hier zu treffen. Willkommen auf meiner mega fantastischen Insel. Okay, nicht ganz meine Insel, aber später mal, denn ich werde Popstar und jeder Popstar hat eine Insel. Ja, hat mich gefreut. Nice. So. Du willst Flugobstsalat mit Ziel Paradise nehmen. Hast du auch nichts vergessen. Los geht's. So, wir haben ja schon mal eine Palme. Sehr cool. Hier haben wir auch noch eine, cool. So, müssen wir besser. Ja, da kann man schön gut durchschlafen. Jetzt hat's geklappt. Jetzt hat's geklappt, cool. Wir brauchen Holz, Hartholz, Weichholz und Eisenerz. Drei Holztypen und einmal Eisenerz. Also vier unterschiedliche Sachen und 30 Stück. Du brauchst nicht alle vier Sachen auf einmal abzuliefern. Sie ist separat vorbei zu mir recht völlig. Falls du aber alle 30 Stück von einer Sache auf einmal abliefern könntest, wäre das vorzüglich. Ja, das geht gar nicht. Ich brauche 30 total, dann nimmt das mir erst ab. Ich kann ihm nicht einfach so Sachen geben. Das ist schon mal ein bisschen ein Witz. Da bin ich noch ein bisschen am Sachen am Suchen gewesen. Und oh mein Gott, die Bienen sind wieder da. Werden sie mich jetzt stechen oder nicht? Nein, sie werden mich nicht stechen. Wackelkescher ausrüsten und schnapp. Die Bienen oder in Antworten. Oho, was haben wir denn hier bekommen? Eine Wespe. Ja, schau mal einer an, wer da rumliegt. Wer bist denn du? Oh, ein Sturm braut sich zusammen festhalten, Mann. Hartsteilboot, Weichbackboot, pass den Mast. Steh auf. Schmatz, schmatz. Steh auf. Das ist die Welle, die Welle. Wow, ist die Tüte. Steh auf. Ich habe einen Schiffszwieback abgeschleckt, musste die Haltbarkeit prüfen. Oh. Steh auf. Die Wellen sind da. Oh, ist die Tüte. Steh auf. Da ist er ja. Gulliver. Oh, ist die Pizza mit Hering endlich da? Ich habe schon online gezahlt, also. Was? Keine Pizza? Wo bin ich? Wer bist du? Wer bin ich? Oh, Moment, das letzte weiß ich. Ich bin niemand anders als Gulliver. Reisender Seemann über das sieben Weltmeer. Ja, du. Hilfst du mir, meine Fernsprecherteile zu finden? Ich werde sie suchen. Nummer 1.
Ein Fernsprecheteil, was man so alles ausgraben kann. Nummer 2. Ah, Nummer 3. Nein, das ist nicht das. Oh mein Gott. Was, diese Teppichmuschel könnte man als Köder verwenden? Das ist die Idee für eine neue Bastelanleitung. Oh, Bastelanleitung freigeschaltet. Nummer 4. Nummer 4. Ist hier Nummer 5? Jawohl. Nummer 5 haben wir gefunden. Hey, hast du alle Teile gefunden? Jawohl, Captain. So, cool. Da sind sie. Sind meine Fernsprecheteile. Kommt her, ihr Süßen. Alle Teile sind hier wieder ordentlich reingequetscht, wie die Sardinen. Läuft das Ding jetzt? Ich denke schon. So, ahoi. Ja, ahoi. Schon wieder was passiert. Die kommen vorbei und holt mich ab. Hier sind meine Koordinaten. Gulliver Ende. So, das sollte reichen. Cool. Du bist der Beste. Vielen Dank für deine Hilfe. Ich zeig mich irgendwann dafür erkenntlich. Irgendwann. Zum Schluss würde ich mal sagen, machen wir noch eine Einweihung feiern. Feiern wir noch die Einweihung. Oh, du willst mitfeiern? Jawohl. Wir wollen unser Museum feiern. Das neue Schmuckstück auf dieser Insel. Hast du Lust? Ja. Okay. Also dann. Das Museum wurde nun fertiggestellt und das wollen wir heute gemeinsam feiern. Klatsch, 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 klatsch. Danke, vielen Dank. Paradise war zu Beginn nichts weiter als eine einsame, verlassene Insel, doch nun sehen wir uns stetiges Wachstum dank der Bemühungen von, nun ja, von euch allen. Jo, ein Wunder vom Paradise, ich bin Eugen, bescheidener Kurator des Museums, huhu. Es ist überwältigend, wahrlich überwältigend, ein so wundervolles Museum hier öffnen zu dürfen. Möchtest du dem etwas hinzufügen, Remo? Wir sind spitze. So, tja, gut gesprochen. Danke für diese aufbauenden Worte, Vimo. Nun gut, die Feier neigt sich dem Ende zu. Alle, die zum Andenken gerne noch ein Foto hätten, sollten sich jetzt bereit machen und hier den Foto-Button drücken. Cool. Okay. Ich danke euch allen. So, das nehmen wir auch. Und ich muss auch euch sagen, ich habe leider nicht die 30 Eisenherz hier zusammen, sowie auch nicht die 30 Weichholz. 30 vom normalen Holz. Hier fehlen auch noch ein bisschen was vom Hartholz. Ja, also da fehlt noch einiges hier an Materialien, das ich hier noch brauche. Das werde ich dann das nächste Mal auch machen. Ich denke, heute haben wir genug gemacht. Ich bedanke mich wie immer hier auch fürs Zuschauen und würde mal sagen, bis zur nächsten Folge. Vielen Dank und tschüss zusammen.